Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute ich heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es mal wieder um eine schicke Schlundratte, die wir einmal über Torghaster spielen können. Und zwar haben wir hier die goldene Version, kolossale Seelenfetzer Schlundratte schimpft sich die. Das ist eine von insgesamt 5, 6 Schlundratten. Ich muss jetzt auch nochmal kurz nachschauen. Schlundratte, ne, 5 sind es genau, die wir uns mit Patch 9.2 erspielen können. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal alle Schlundratten an und ich werde euch mal ein bisschen erklären, wo wir die herbekommen. Und dann gehen wir im Speziellen nochmal auf die Seelenfetzer-Schlundratte ein. Also, wir haben quasi hier einmal diese graue Schlundratte. Die bekommen wir aus den Vorratskisten in Serra Mortis raus. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht. Die sind meistens da, wo die Schlundgebundenen sind und ja, meistens dort in diesen Sandgebieten. Wie gesagt, wenn ihr es genauer wissen wollt, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Dann haben wir die kolossale Schwarzklauen-Schlundratte. Das ist meiner Meinung nach die coolste. Die kriegen wir einfach aus dem Spießrutenlauf raus, Ebene 4. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich habe euch auch schon quasi den Run, wo ich Ebene 4 im Spießrutenlauf gelaufen bin, einmal hochgeladen, falls euch das interessiert, wie ich da durch bin, beziehungsweise vielleicht hilft es dem einen oder anderen, da das Mount zu erspielen. Dann haben wir die kolossale Seelenfetzer-Schlundratte, das ist die goldene, um die es heute gehen soll. Dafür müssen wir das Achievement absolvieren, Markloser Meister Ebene 16, da werden wir gleich in Torghast nochmal reingucken. Und dann haben wir noch zwei andere. Und zwar haben wir hier diese bisschen gräulichere. Die können wir in Torghast ebenfalls erspielen. Und zwar droppt die von den Bossen sowohl vom Adamantitgewölbe als auch von den vorderen, also von dem normalen Endboss, sagen wir es mal so. Und zwar ab Ebene 13 abwärts. Ich habe, glaube ich, so maximal 10 Runs gemacht gehabt und dann hatte ich das Mount. Auf WoW Head ist die Drop-Chance noch ziemlich low angezeigt, liegt aber daran, weil die Bosse halt die gleichen sind wie seit Anfang an der Expansion und das halt nicht differenziert, welche Stufe man geht und dementsprechend sind da die Chancen noch relativ niedrig. Und die letzte, die ein bisschen grünlichere, kriegen wir von Ruf. Das ist ein Ramob in Serra Mortis. Und zwar, warte, klicken wir mal hier rein, da müssen wir hin, ist der hier oben an dem Spot, wo insgesamt 3 Rares spawnen können. Ist eine relativ seltene Sache. Das ist quasi das Mount von Iska und das kann einfach dann von dem Boss droppen. Hat aber auch eine lowere Dropschutz, aber auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Genau, jetzt gucken wir uns mit dem Mount hier mal das ein bisschen genauer an. Das ist nämlich die goldene Version und die bekommen wir hier über den Erfolg Markloser Meister Ebene 16. Dafür müssen wir insgesamt 6 andere Achievements abschließen. Das ist jeweils das Marklose Achievement für die jeweilige Ebene hier. Die obere Ebene, dann haben wir einmal die Seelenschmiede, dann haben wir einmal die Skuldus-Hallen, dann Mortigard, wo ich vorhin drin war, was relativ ätzend ist und so weiter. Kaltherz haben wir dabei und die Frakturkammern. Und wenn ihr das jetzt vielleicht nicht genau wisst, wie das funktioniert, dass ihr die alle erspielen könnt, ist es so, dass ihr einmal nach Torghast rein müsst und dort haben wir immer hier auf der Seite, auf der linken Seite, wie ihr seht, die verschiedenen Teile. Ihr könnt pro Woche immer nur 2 von diesen Teilen laufen und die switchen quasi wöchentlich. Im Endeffekt ist es meistens so, dass ihr die Frakturkammern vielleicht als erstes habt, Mortigard, dann kommt die Skullus-Hallen plus Kaltherz, dann Seelenschmied, die obere Ebene. Ne, so kann es laufen. Es kann aber auch sein, dass dann in einer Rotation von 3 Wochen 2-mal dieselben sind. Also das ist nicht gefixt. Wenn ihr Glück habt, habt ihr halt innerhalb von 3 Wochen alle 6 verschiedenen, muss aber insgesamt nicht sein. Heißt, das ist nur eine Achievement, wo man ein bisschen warten müsst. Um die 16er machen zu können, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ist es aber notwendig, dass ihr die loweren spielt. Heißt, am Anfang habt ihr ja hier in Torghast quasi Ebene 1 und ihr müsst einmal die Ebenen bis auf das Maximale hochspielen. Und bei den Ebenen ist es dann auch so, umso höher ihr das hochspielt, umso mehr Qualen habt ihr. Ich kann jetzt hier einmal aus Spaß anmelden. Und da euch vielleicht nochmal das ein oder andere einen Tipp mitgeben. Es gibt verschiedene Segen, verschiedene Qualen. Die könnt ihr unter anderem auch freispielen bzw. verbessern, indem ihr mit diesem Würfel interagiert, der mit 9.15 reinkam. Da konnte man ja ein paar Sachen skillen. Indem ihr Turmwissen anhäuft, dass ihr auch hier in Torghast spielt. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil das ist ein Feature aus dem letzten Patch und dementsprechend habe ich da auch schon das ein oder andere zugemacht. Aber als kleiner Tipp, falls ihr jetzt schon eine Weile nicht mehr in Torghast drin wart, ihr könnt es so ein bisschen beeinflussen, wie schwer oder leicht euer Run wird, denn sowohl die Segen als auch die Qualen switchen jeden Tag.
Torghast an sich, die Wings switchen wöchentlich. Heißt, ihr habt, wenn ihr zum Beispiel nur noch die Frakturkammern braucht, jeden Tag in der Woche andere Sägen. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Sägen, die relativ stark euch supporten und ein paar Qualen, die euch relativ stark hindern. Es gibt zum Beispiel eine Qual, die ich relativ ätzend finde. Da werdet ihr immer, wenn ihr low droppt, ich glaube auf 40 oder 50%, 60% irgendwie sowas, werdet ihr weggefeiert und das kann manchmal sehr eklig sein, wenn es viele Void-Effekte sind, viele andere Sachen, werdet ihr irgendwo reingefeiert, könnt einen anderen CC wieder nicht unterbrechen und sowas. Und da kann man dann tatsächlich ein bisschen gucken, dass man einmal am Tag reinschaut, okay, was für Qualen oder Segen sind, und dann kann man halt die spielen, die einem ein bisschen leichter fallen, falls ihr Probleme in Torghast an sich habt. Was ich euch auch noch an Tipps geben kann, ihr könnt natürlich selbstverständlich mit allen zusätzlichen Stärkungsbuffs spielen. Ihr könnt sowohl Runen nehmen, Bufffood, Flas, Pots, auch ein Schattenkernöl. Ihr könnt auch die Trommeln mitnehmen vom Lederer, die kosten auch nicht sonderlich viel im Auktionshaus. Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Und was auch noch ganz gut ist, ihr könnt natürlich mit dem aktuellen Set-Bonus spielen. Wenn ihr das aber noch nicht habt, könnt ihr, falls ihr das noch rumliegen habt aus Patch 9.1.5, den Bonus mitnehmen mit diesem Shards. Ne? Da gibt es ja dann auch einen Bonus, wenn ihr drei von den gleichen Shards anhabt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Schultern anlege, dann müsste ich, und hier die Schuhe, Moment, dann müsste ich, seht ihr, habe ich hier den Bloodlink oder Blutverbindungsbuff und der geht tatsächlich noch in Torghast. In den neuen Aktivitäten ist er deaktiviert, aber falls ihr da noch die Möglichkeit habt, den anzulegen, könnt ihr das mitnehmen. Gibt natürlich auch für die, nicht nur für die roten, sondern auch die blauen und die grünen Steine einen eigenen Set-Bonus. Genau, das sind so die Sachen, die ich euch raten kann. Falls ihr Probleme in den verschiedenen Runs habt, ich habe alle 6 Stück aufgenommen, die ich gelaufen bin, könnt ihr ja mal reinschauen, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ein Stück weiter. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein mit dem kleinen Mount Guide. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Playlist reinschauen von meinen Torghast Runs. Und ja, damit verabschiede ich mich. Viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila, bis dann. Ciao.